Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Hades. Im Hades, wir haben endlich die Siphone besiegt. Und ich würde sagen, wir verkaufen nichts, wir wollen einkaufen. Und zwar hätte ich ganz gerne. Wir halten sofort ein paar davon. Infernale Stromvorwurf. Nein, wir nehmen das hier, dass wir ein bisschen geheilt werden. Und dann nehmen wir sofort ein paar von unseren Violetten. Das ist schön. Und dann gehen wir jetzt mal weiter ins nächste Gebiet. Wenn es gut läuft, werden wir uns der Hydra irgendwann stellen müssen. Aber auch nur, wenn es gut läuft. Das werden wir so rausfinden und sehen. Hoffen wir einfach, dass wir nicht ganz so viele Hexen bekommen. Es gibt auf jeden Fall wieder weitere... Wir werden, oh Gott, wir werden zu Hause so viel upgraden können. Nee, gerade mal, wenn ich hier stehe, nochmal gucken. Das ist das hier und... Das war eben unser Schuss. Ich muss den irgendwann echt steigern und anfangen, ihn auch zu benutzen. Den vernachlässige ich sträflich, ich weiß. Aber wir kriegen das jetzt schon hin. Ich bin guter Dinge. Einfach... Oh, das war nichts. Da bin ich reingesprungen. It's reloading. So, der erste ist weg. Aber der erste ist nie der letzte. Das? Ach, das wäre ein Chaos-Tor. Das heißt, wenn wir lustig wären, könnten wir dann nochmal durch. Und dann nochmal irgendwelche Vorteile verdienen. Ich habe zumindest gerade gar nicht gerechnet, dass der von da unten nochmal... Also manchmal schmeißt der gute Zack echt seine Bombe auf die falschen. So, der müsste aber gleich Geschichte sein. Da ist er weg. Und der andere macht es auch nicht mehr lang, wenn wir ehrlich sein wollen. Oh, da stand ich aber voll im Sperrfeuer. Ah, das sind so viele. Und das ist auch noch so ein hässlicher Stein dabei. Bisschen viele. Aber auch hier machen wir es wie vorhin. Nur langsam. Wir brauchen ein bisschen, bis wir sie down haben. So, jetzt ist zumindest schon... Au, da bin ich voll reingesprungen. Das war nicht gut. Und da ist ja nochmal... Ne, der lebt noch. Jetzt ist er aber weg. So. Nee. Müssen besser aufpassen, dass ich nicht ausweiche. So, der ist weg. Und wenn die sterben, hinterlassen die ja immer noch mal so ein ganzes Feld aus Flaschen. Deswegen immer ein bisschen Abstand halten, wenn... Don't cross me again. 25, sehr schön. Immer ein bisschen Abstand halten. Wir könnten jetzt noch mal... Oh, das ist aber nicht so gut mit unserem Leben. Wir könnten jetzt noch mal durch ein Chaos-Tor, aber erstmal gucken wir hier. Ja, bitte, instant wieder. Oh, einmal Todes... Oh, das hätte ich so gern. Ja gut, wir nehmen einfach... Das und das, dann lohnt sich das wenigstens. Und dann würde ich sagen, springen wir einfach durch ein Chaos-Tor, oder? Machen wir einfach mal Chaos pur in diesem Run. I bear the cosmic egg. Ich trage das kosmische Ei, jawohl, deswegen nehmen wir nämlich keinen Schaden. Interesting. Mal gucken, was passiert, wenn man da zweimal reingeht in einem Run. In the name of Hades. Bei den nächsten vier Scharmützeln erleidest du 32% mehr Schaden. Danach besteht bei Gaben eine... Okay, das ist mir nicht so wichtig. Bei den nächsten vier Scharmützeln kannst du kein Geld verdienen. Aber danach fügt unsere Spezialität mehr Schaden zu. Bei den nächsten vier Scharmützeln erleidest du bei jeder Spezialität minus 4 Leben. Wir nehmen das hier mit dem Geld. Let's see how this goes. Das klingt sehr verlockend. Geld wäre natürlich super. Sehr verlockend, sehr verlockend. Und so gut Geld auch immer ist, aber... Ja, komm. Und
ist hier Gift. Jetzt wieder irgendwo hinstehen. Komm schon, stirb bitte. Oh nein, der lebt noch. Und wie knapp. Und das hat er mich auch noch erwischt. Mistvieh. Okay. Ha! Und auch noch die Viecher. Autsch. Da habe ich nicht mehr auf den oben geachtet. Okay. Langsam, aber sicher. Das ist wie immer unser Motto. Wenn man lang genug stehen kann, dass der Stein mich anvisiert, könnten wir auch den langsam aber sicher wegbekommen. Das ist gut hier weg, das ist gut. Ich glaube, der ist auch jetzt gerade schon weg. Ja, der Stein ist noch nicht ganz zerlegt. Komm her. So. Okay. Geht. Geht. Lief gar nicht so schlecht. Okay, wir haben Poseidon oder Geld. Da ich nicht weiß, wie das jetzt ist, wenn wir theoretisch... Ich gehe einfach mal hier oben rein, weil ich nicht weiß, wie das ist mit dem Geld verdienen. Nicht, dass wir dann reingehen würden und wir würden den Raum umsonst clearen. Dann nehmen wir lieber den etwas schwierigeren Kampf. Und kriegen auf jeden Fall eine weitere Belohnung. Kann ja nicht schaden. Oh Gott, I love snakes. Oh Gott, das waren diese Viecher. Oh oh. Du sahst blöde Schwester. Stein, Stein, Stein. Das Gute ist, dass sie statisch in der Mitte steht. Das heißt, notfalls... Ja. Notfalls müsste es mehr oder weniger gehen, dass wir sie sehr oft mit unserem Gift penetrieren, also mit unserem Spezialangriff. Deswegen ist sie jetzt nämlich auch schon wieder fast weg. Ah, das, aber diese Lava-Pools sind echt fies. Aber egal, wir haben sie noch nie besiegt. Ich erinnere mich daran, das erste Mal, als wir hier waren, das ging nicht gut für uns aus. Oh oh. Autsch. Ich muss diesen Stein hier auch noch loswerden. Diesmal kriegen wir sie. Ich bin sehr guter Dinge. Oder auch nicht. Okay, Dusa ist weg. Bleibt nur noch das Vieh. Den kriegen wir. Ein bisschen Glück sogar, ohne unsere Todesverachtung zu verlieren. Ich muss einfach nur ruhig bleiben. Einfach nur ruhig bleiben und konsequent weiter angreifen. Ja, schade, das hat es nicht mehr erwischt. Aber wir haben gleich sein Schild gebrochen. Danach wird es einfacher. So, gebrochen. Und jetzt gehen wir tatsächlich an sein Leben. Oh, ich darf nicht... Ich darf nur nicht in diesen Lava-Paddeln,
Paddeln, sage ich schon. Diesen Lavapfützen stehen. Paddeln, genau. Den Paddels. Oh, nee, jetzt muss er nachladen. Oh, hierhin bitte. Dankeschön. Und dann hierhin. Jawohl. Okay, dahin. Ja. Okay, und jetzt noch einmal von hier aus. Dankeschön. Und weg ist er. Gott sei Dank. Until next time, gigantic Gorgonhead. Puh. Haben wir ihm schon was geschenkt? Ich weiß es nicht mehr. Ich behalte meinen Nektar jetzt einfach mal. Whenever Dionysus calls a feast, I'm turning up sooner or later, hear me, nephew? So make room for one more blessing and let's go. Ich hab noch Platz, keine Sorge. So viel habe ich noch gar nicht bekommen. Okay, der Wurf, das ist egal. Spurt, verletzt Gegner in einem Bereich und stößt sie weg, das ist interessant. Oder alle Kammerbelohnungen in Form von sind mehr wert. Das wäre natürlich auch verlockend. Die Frage ist, lohnt sich episch? Hier mal den epischen Schaden. The Sea God's Might. Denn falls wir es bis zur Hydra schaffen, könnte das super praktisch sein. Ich fürchte allerdings, das wird uns nochmal eine Todesverachtung kosten. Außer es geschehen jetzt Wunder und ich nehme keinen Schaden mehr, aber wir finden ganz doll viel für Heilung. Das ist auf jeden Fall, sieht es schon sehr unbequem aus. So, was habe ich für Gegner da hinten? Gegner. Oh, das wird nichts. Okay. 10 Leben haben wir ja noch. Was soll da schon schief gehen? Ich muss ein bisschen... Ich arbeite jetzt sehr viel mit Ausweichen hier. Ja, Risse. Okay, den einen haben wir. Fehlt noch der andere. Und natürlich kommt... Oh, jetzt sind natürlich zwei da mit. Mit ganz ekligen Schilden auch noch. Habe ich das Gefühl, dass wir eventuell noch mal eine Todesverachtung brauchen werden. Nein, 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 nein. Oh, ja, das wird uns. Jetzt hat die Korpon wieder da hinten. Was haben wir jetzt hier? Oh, ja, das ist Todesverachtung 2. Ja, es kommt ja raus. Das machen wir jetzt einfach gar nicht so. Das ist, nein, nein, das geht da weg, das geht da weg. Nicht der Deadlock. Deadlock finde ich nicht gut. Okay, der eine ist fast weg. Könnten wir den bitte... Dankeschön. Ich hätte gerne die kleinen Gorgo. Dieses nervige Schwestern hätte ich gerne weg. Nein, 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 nein. Das lassen wir. So doll seid ihr auch nicht, dass... Ah. So toll seid ihr auch nicht, dass ich da festfriere. Simple. So, Power Up. Ich glaube, wir nehmen den Gezeitensport und steigern den mal. So, das wäre eine Gabe von Hermes. Dem haben wir auf jeden Fall noch nichts geschenkt. Deswegen, falls ich zu Hermes gehe, bekommt er auf jeden Fall ein kleines Geschenk von uns. Da kamen wir her. Ich gucke mich mal gerade um, ob ich nicht irgendwo noch irgendwas Schönes übersehen habe. Noch ein Power-Apfel, denke ich, zu Hermes. In der Hoffnung, dass wir es überleben werden. Die Medusa wird... Also, nee, nicht Medusa. Die Hydra wird echt schwer werden. Also, falls wir es dahin schaffen, dann... ich sage ganz bewusst falls, weil ich echt Sorge habe, dass es schief geht. Oh, nee, 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 nicht solche. Oh Gott, das ist furchtbar.
diese ganz eklig beweglichen Gegner, die auch noch diese Ekelangriffe machen. Okay, der ist weg. So, wo ist der andere? Du warst ja doch eben irgendwo. Na, warte mal, hier geht's hoch. Nee, oh. Ich hab's geschafft, beide abzufangen. Okay, der ist. Need to reload. Ich krieg dich schon. Ich krieg dich schon. So, der ist sehr tot. Aber es kommen natürlich noch mehr. Klar. Warum auch nicht, aber ganz ehrlich, die mit den Flaschen sind mir fast lieber. Oh nein, auch noch Köpfe. Ja, tut mir leid. Oh Gott, das wird jetzt doch nichts. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nö. Sehe ich jetzt nicht so. Verschwindet. Theoretisch muss ich nur oft genug durchspringen und irgendwann werden sie. Nein, die nehmen ja Schaden, wenn wir in sie reinspringen. Ausweichen. So, der ist am Ausweichen gestorben zum Beispiel. Blöde Kopf da oben. Out. So. Nicht mehr. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Olympus calls. Und wir schenken auch Hermes was. Lord Hermes, please accept this gift as a small token of my appreciation. Thank you for always keeping me on my toes. Oh, mighty keen of you to leave a tip there, boss. And I have a tip for you. Don't be slow. Maybe this will help with that. Vielen Dank. Lord Hermes, I'm in your debt. Funkelnde Feder. Dankeschön. Und mal gucken, was wir für eine Gabe bekommen. Wir haben ja immer noch Platz. Want to bring you in on something, boss. Reason that Uncle Poseidon got to you before I did is, I let him. He's under the impression he's as spry as ever. Okay, größere Eile. 20% schneller. Nach dem Sport bewegst du dich 0,6 Sekunden lang 100% schneller oder dein mein Angriff. Schnellerer Angriff ist super. Faster than ever. Einfach weil je mehr wir schießen können, je schneller wir schießen können, desto besser. Jetzt Geld oder. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was das da hinten war. Ich würde fast sagen, wir können Geld gebrauchen. Denn falls wir das nächste Gefecht überstehen. Und ich sage falls. Dann wäre es echt praktisch, wenn wir uns wieder irgendwo was kaufen könnten. Also, Geld. Bitte. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Denn die 33 Leben sind echt alles andere als gut. Ach. Aber, oh nein, das ist der Lava. Ich bin so doof. No urns permitted in this chamber. Ich bin so doof. Ich habe gedacht... Ja, dann hätte ich das Leben nehmen sollen. Ah, das tut mir leid. Ich dachte, ich bringe das immer durcheinander. Wir haben jetzt natürlich kein... Ja gut, dann halt... Okay, das war knapp. Dann hoffe ich jetzt einfach, dass wir gegen die Hydra mehr Glück als Verstand haben. Big one, huh? Nee, lass das mal. Numerische Knochenhydra, du. Also wir haben noch gute Chancen, während dieser ersten Phase behaupte ich einfach mal... Au. Da stand ich zu nah dran. Verdammt.
Ja, wegen der ersten, während dieser ersten Phase haben wir noch relativ okay Chancen. Die ich natürlich trotzdem versau, ganz toll. Aber gleich, wenn ihre ganzen anderen Köpfe auch noch kommen, das wird, glaube ich, nichts. Was mir schon jetzt super leid tut. Und da sind ihre Köpfchen auch schon. Ich glaube, wir hatten... Also, ja. Was ich mir schon fast gedacht hatte, das Ausweichen, dass wir damit Schaden machen, das ist super. Aber der Zatz hat einfach nicht sollen sein. Mist. Da ist viel schief gegangen. Viel, was hätte nicht schief gehen sollen. Ja, die kriegen wir noch. Bevor ich das nächste Mal aufnehme, gibt es, glaube ich, ein Update. Das heißt, wir haben eine neue Waffe. Oh, wow, you made it all the way to Asphodel that time. That's pretty neat. Still died and everything, but not as quickly as you used to, so that's progress, right? Yeah, danke. I guess so. Sehen wir es positiv. Er hat ja recht, wir sind bis zur Hydra gekommen. Komm, Achilles nicht da. Unser Hund auch nicht. Was hast du mit Cerberus gemacht? What did I tell you, boy? Ever wasteful of your time and mine. How fares my underworld, hm? I don't know how you can stand it. Well, at least some things are running smoothly still. Next you go to die again, do give the tortured souls out there my warm regards. Werde ich machen. Ich werde ihnen sagen, dass sie sich verfluchen sollen. Dann Mistkerl. Dusa! And after that, Dusa, you are to clean the rafters once again and prune the gardens thoroughly. By then it should be time to tend the kitchens and sweep the lounging area a second time. Oh, die arme Dusa hat so viel zu tun. Yes, right away. Poor Dusa. Ja, die arme. Übrigens hier wieder ein anderes Bild an der Wand. Nix können wir auch nicht sprechen. Wir können mal gucken, wir haben... einige Schlüssel, das heißt, wir schalten uns einfach irgendwas Schönes frei. Nicht so viele Edelsteine. What's up for Barter? Nektar will ich nicht. Blut werde ich sicher nicht eintauschen gegen Edelsteine. Die können wir anders verdienen. Und ich habe leider nichts, womit ich 10 Edelsteine... Hätte ich so viele, hätte ich mir davon noch einen Schlüssel hingegönnt. Aber macht ja nichts, wir gehen hier durch. Da können wir eigentlich noch Skelly ein Geschenk machen. Das haben wir, da habe ich mich jetzt bis jetzt immer drum gedrückt. Das mache ich jetzt einfach mal und guck mal, 355. About time you showed up. For you, mate. Thought you might get a kick out of this. For me, pal? Awful nice of you, just awful nice. But guess what? I got this for you. Tit for tat, you understand? A deal's a deal. Okay. Cheers, mate. Glückszahn, dankeschön. Trying to bore me to death with all this chit-chat, pal? Nee, ich guck mir jetzt unsere neuen Sachen an. Got something new to try. Das kosmische Ei, das wird langsam aber sicher gelevelt. Dann haben wir die Feder, die funkelnde. Du hältst 1% Ausweichchance und Bewegungsgeschwindigkeit, wann immer du ein Scharmützel schnell bestehst. Es ist halt die Frage, was heißt schnell? Und erstmal dann Dionysos, ein übervoller Becher, das ist wieder ganz normal, dass es seine Gabe sein könnte. Wenn du tödlich verletzt wirst, überlebst du wie durch ein Wunder mit 5... Okay, ich hab, wir rüsten das hier aus. Das heißt praktisch einmal Todesverachtung gratis. Einmal Todesverachtung, das nehmen wir. Oh Gott, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Als nächstes müssen wir den Herzsucher eigentlich nehmen, aber... bevor wir darüber auch nur nachdenken, was wir als nächstes für eine Waffe nehmen, gehen wir hierher. I can do anything. Erstmal die dicke Haut. Wir werden natürlich erstmal unser maximales Leben steigern. Oh nein, mehr als 50 geht gar nicht. Okay, macht aber nichts.
Und jetzt könnten wir theoretisch tiefe Taschen freischalten, dass wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Oder infernale Seelen, aber ich benutze die Schüsse halt so unglaublich selten. Ich schalte jetzt mal das hier frei erst. So. 30. Wir haben jetzt am Anfang schon 30 Münzen immer. Das ist doch gar nicht so schlecht. My power grows. Genau, unsere Macht wächst, das ist super. Jetzt würde ich mal ganz kurz gucken wollen, kann ich für die Edelsteine, für dieses bisschen, was wir haben, irgendwas kaufen, auch wenn es total unsinnig ist. Too pricey for me. Verzierung aschgrau, das würde gehen. Leider nichts Bunteres. Wir können eben die Farbe der Vorhänge ändern. Im Westflur auch nicht. Im Salon auch nicht. Schlafgemächer leider auch nicht. Die Hofmusik ist immer noch nicht da. Okay, wir könnten aber spaßeshalber ästhetische Objekte, die den großen Saal im Haus des Hades Verzierung aschgrau. Der große Saal. Ich nehme das einfach mal. Hat sich da jetzt was dran geändert? Okay, erdbraun die Verzierung. Mal ganz kurz gucken, was wir da haben. Ist das hier unten der große Saal? Oh Gott. Also ernsthaft, ist das hier? Sind das diese Verzierungen? Ich muss mal gerade nochmal wechseln, tut mir leid. Ich meine, die 5 lohnt sich halt einfach auch nicht wirklich zum Aufbewahren. Das ist so, was man hat, das hat man erstmal. Schauen wir mal, aschgrau. Let's put this back up. Why not? Nee. Das ist, ich erkenne nicht ganz, was da der Unterschied ist. Außer das wären die Kerzen, aber das können sie ja auch nicht sein. Ich werde mir das gleich nochmal angucken. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt ist da auf jeden Fall wieder das Bild von dem Mann. Also hier ist manchmal ein Bild von einem Mann und manchmal eins von einer Frau, aber damit kann ich ja gar nicht interagieren. So, dann würde ich sagen, ich gucke mir noch einmal schnell etwas an, nämlich in unserem Kodex. Der war hier. Da haben wir inzwischen Achill, Sisyphos, Eurydike. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein Geschenk. Ganz viele, die wir noch nicht entdeckt haben. Aber die chthonischen Götter, da fehlt. Wen haben wir denn da zum Beispiel? Okay, mehr Erfahrung durch Bezwingen. Oh, 15 Mal. Ich will ihn nicht noch 15 Mal bezwingen. Für den äußerst furchterregenden Ruf, den die unsterblichen Erinien sowohl im Reich der Lebenden als auch hier unten haben, ist wahrscheinlich Tisiphone verantwortlich. Ja, die unsympathische. Jede der uralten Erinien ist auf ewig mit der Vergeltung bestimmt moralischer Vergehen. Nee, mit der Vergeltung bestimmter moralischer Vergehen bestimmt. Beschäftigt. Ich kann heute nicht mehr reden, ganz schlimm. Alecto peinigt die größte Sündschar, all diejenigen, die zu Lebzeiten ihren Leidenschaften nachgegeben und Verfehlungen gegangen haben. 14 Mal noch. Und Mac noch 12 Mal. Das heißt, Mac haben wir 3 Mal besiegt, sie einmal und sie, naja, jetzt einmal auch. Nee, warte. Alecto haben wir dann schon 2 Mal besiegt. Und Mac dann 4 Mal. Glaube ich. Pnos, haben wir irgendwo noch was Interessantes zum Mehrlesen? Selbst Nyx, unsere Mutter Nacht, kommt von irgendwo her. Selbst die Olympia, dort droben. Und der ehrwürdige Hades selbst. Sie mögen unsterblich sein. Aber sie selbst oder ihre Vorfahren entsprangen dem Dunkel des Chaos und gelangten so in diese Welt. Irgendwann lesen wir mehr. Von ihm haben wir jetzt, glaube ich, ja, bei ihnen schalten wir das Ganze durch Gespräche frei. Es heißt, der Schlaf sei der Vetter des Todes. Das ist nicht ganz richtig, denn die beiden sind Söhne von Nyx und damit Brüder. Ersteren nennen wir Hypnos. Träge und im Halbschlaf wacht er über den Teich des Stücks in der Eingangshalle des Hauses und hält fest, wer im Reich des Gebieters ankommt oder dorthin zurückkehrt. Hypnos mag es zwar an Geschicklichkeit fehlen, aber er steuert dem finsteren Treiben des Hauses eine gewisse heitere, wenn auch unkonventionelle Note bei. Jetzt könnten wir nochmal gucken, ob bei den infernalen Waffen noch irgendwas, was Interessantes steht. Okay, noch 140 Gegner etwa.
sehr viele Gegner, über 300, über fast 400 noch töten, über 400. 180, ja gut, als nächstes werden wir sehr wahrscheinlich mit dem herzsuchenden Bogen wieder kämpfen. Aber das machen wir das nächste Mal. Jetzt habe ich auch keine Punkte mehr, die ich ausgeben könnte. Wir könnten höchstens noch eventuell unseren Bogen auf nächstes Mal steigern. Okay. Das sollte, glaube ich, gehen. Oder? Enthüllen. Exegriff, you're telling me your secrets. Jetzt steht aber auch was dran. Und hier könnten wir sehr wahrscheinlich freischalten. Aber ich komme noch nie im Leben an genug Titanenblut, um das dann alles freizuschalten. Naja. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Tut mir leid, dass es in den Asphodelien-Gründen hießen sie, glaube ich, dass es da nicht so gut gelaufen ist. Aber ich bin auch immer aus der Übung. Erst im Februar die Magen-Darm-Grippe. Oder was heißt Magen-Darm-Grippe? Halt einfach der Magen-Darm-Virus. Danach ja, wo ich ja dann auch Pause gemacht habe mit dem Aufnehmen, weil es mir nicht gut ging und es einfach ich erstmal wieder in den Rhythmus reinkommen musste und deswegen sehr, sehr wenig gespielt habe. Dann direkt jetzt nochmal eine Erkältung hinterher, die auch immer noch, wie man hört, nicht ganz weg ist. Aber es wird. Wir kommen schon wieder rein und wir machen ja Fortschritte auf ganz eigene Art und Weise. Wir haben jetzt 50 Leben mehr. Wir haben dadurch, dass wir, ich hätte Skelly schon viel eher ein Geschenk machen sollen, haben wir quasi nochmal eine dritte Todesverachtung. Es wird. Es wird. Irgendwann schaffen wir das schon wieder zu den Minotauren. Also vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Vermutlich mit dem Herzsucher. Oder aber, falls es dann schon ein Update wieder gab, mit einer neuen Waffe. Das werden wir dann sehen. Also bis zum nächsten Mal und bye bye.